Salvedo des Kipuli des Kipuleko und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Endlich mal wieder habe ich die Zeit gefunden, ein bisschen zu labern. Ich habe allerdings noch kein Thema. Wird es jetzt aber im Laufe des Videos festlegen, hoffe ich doch mal. Ja, meine Haare sehen zum einen ziemlich kacke aus, weil die sehen immer so aus. Wenn ich mir den Tag vorher die Haare gemacht habe, dann pennen gehe und am nächsten Tag aufstehe und einfach denke, Jodo, warum soll ich mir jetzt nochmal die Haare machen? Die stehen doch eh hoch. Deswegen sehen die so aus. Ja, was gibt's denn so gerade zu berichten? Wir haben Internet, endlich, ja. Ich meine, für die meisten ist das wahrscheinlich was ganz Natürliches. Bei uns war es aber so die ganze Zeit, dass wir Internet, also wir hatten Internet, das schon, aber das waren so keine modernen Leitungen, sondern so Bambusleitungen oder sowas, keine Ahnung. Weil das Internet war einfach so verdammt schlecht. Ich konnte nichts downloaden und nichts uploaden und jetzt, also wir hatten früher, hatten wir eine Upload, nee, also Upload war 0,001 Mbit pro Sekunde und Download war 0,5 Mbit in der Sekunde. Nee, das war eigentlich schon zu viel, 0,05 wahrscheinlich. Auf jeden Fall war es halt echt so, wenn ich mir ein Video auf YouTube anschauen wollte, das war schon normal, morgens machst du einen PC an, suchst du ein Video raus, wo du dir anschauen willst, klickst drauf und gehst dann erstmal Frühstück holen. Und dann hat es halt währenddessen geladen, auf 240p natürlich, höher ging eigentlich nie. Ging es eigentlich echt nicht. Und dann hast du dir das angesehen. Und jetzt haben wir einfach richtig gutes Internet. Und es ist so unreal, weil wir wohnen jetzt hier seit 7 Jahren. Und in 7 Jahren hatten wir noch nie, wirklich noch nie überhaupt den Ansatz von gutem Internet. Also, keine Ahnung, vorhin habe ich Online-Game gezockt, was ich früher immer gezockt habe. Und habe zum ersten Mal gemerkt, scheiße, das macht ja echt Bock, wenn du nicht irgendwie alle 2 Sekunden leckst. Das ist ja so genial. Oder die Videos, ich bin die ganze Zeit jetzt an Serien suchten, weil es lädt alles einfach instant. Wir haben so ein Powerline oder sowas heißt das. Das heißt, wir haben zum einen haben wir eine 25.000er Leitung. Und wir haben das jetzt nicht über WLAN gemacht, sondern ihr müsst euch vorstellen, dass der Router, da ist dann so ein Kabel, das an die Steckdose geht, wo ein Adapter ist. Und dann fließt das Internet quasi durch die Stromleitung in mein Zimmer. Dort habe ich dann einen anderen Adapter und von dort dann direkt das LAN-Kabel in mein PC. Was bedeutet, ich habe eigentlich eine LAN-Verbindung. Ja, kann man sich schon vorstellen. Und das, ich habe gerade vorhin einen Speedtest gemacht. Ich habe wirklich exakt 24,8 Mbit in der Sekunde. Download. Upload ist nicht so gut, es sind nur 3, aber ich sag mal 3 Mbit in der Sekunde. Vorhin habe ich ein Video hochgeladen, das waren 300 Megabyte. Hat glaube ich 10 Minuten gedauert oder so. Ist auf jeden Fall annehmbar, besser als früher, weil früher musste ich halt echt immer in die Stadt gehen, um meine Videos hochzuladen. Jetzt kann ich das einfach hochladen. Was bedeutet, das hier werdet ihr wahrscheinlich heute schon zu sehen bekommen. Was ziemlich cool ist, also ich habe das heute vermutlich schon aufgenommen und gleich hochgeladen, weil das geht jetzt einfach so, das ist so unvorstellbar. Ich habe vorhin einfach ein YouTube-Video angemacht und es lief einfach los, ohne zu ruckeln, ohne... Und ich so, was? Das ist so unglaublich. Ja, das ist momentan, das flasht mich noch so ein bisschen. Ja, ihr seht es auch nicht hinter der Kamera, habe ich jetzt schon so Essen und Trinken alles da stehen, weil ich werde wahrscheinlich nie wieder aus meinem Zimmer rausgehen. Okay, das ist eine Lüge. Irgendwann muss ich mal Pilli machen oder so. Aber ja, das ist momentan so das größte Highlight bei uns und wahrscheinlich irgendwann wird das auch total billig sein und die Stats, die ich gerade gesagt habe, die werden wahrscheinlich in 5 Jahren, werdet ihr drüber lachen, weil ihr das in jedem Dorf dann mindestens habt. Aber jetzt ist das natürlich erstmal eine riesen Errungenschaft für mich und ich bin echt jetzt motiviert, wieder so ein paar OMG-Videos zu machen. Meine Hauptvideos, die laufen ja, da habe ich ja immer eine Idee und so, aber auf meinen OMG-Videos, das war halt immer so eine Sache, weil du laberst halt ziemlich viel und das hat dann auch eine ziemlich große Dateigröße und das konntest du zu Hause noch nicht hochladen. Das heißt, ich musste dann so 6 Folgen vorproduzieren, in die Stadt gehen, die hochladen und dann währenddessen das dann tagelang freigeschaltet wird, bist du dann wieder heim und hast wieder aufgenommen. Das war halt immer so dieses Hin- und Her-Pendeln. Ich fahre ja 20 Minuten bis 30 Minuten in die Stadt und das war halt dann echt, wenn du das manchmal täglich machen musst, war das natürlich total nervig. Und jetzt habe ich den neuen PC und ich bin echt, wuhu! Ich habe mir gedacht, dass ich wahrscheinlich in meiner nächsten OMG-Folge, ich muss mal kurz schauen, wie lange ich schon laber. Ach, erst 5 Minuten. Aber das ist ja eher so ein kleines Info-Video, deswegen werde ich wahrscheinlich auch gleich zu Ende sein mit meinen Gedanken und meine Gedanken, genau. Und im nächsten Video werde ich vermutlich über Beatboxen sprechen. Beatbox, das ist Musik mit Mund. Klingt komisch, ist aber so. Und ja, das war es erstmal zum Update. Ich habe jetzt schnell das Internet. Es werden wahrscheinlich auch ein bisschen spontanere Videos kommen, weil vorher muss ich halt echt immer planen.
Und planen ist halt echt nicht so, steht nicht in meinem, in meiner Stellenbeschreibung. Als YouTuber ist ja sowieso immer so eine Sache, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare jetzt posten. Erstmal juhu, Tobi hat gutes Internet. Yeah, wir müssen uns alle jetzt mal freuen. Und dann möchte ich von euch wissen, welche Themen soll ich denn mal als nächstes ankratzen? Denn jetzt kann ich viel flexibler auf die Dinge eingehen. Was bedeutet, wenn du jetzt in die Kommentare schreibst, hey, red doch mal über das Thema YouTuber. Was verdienen YouTuber? Was machen YouTuber eigentlich? Ist es viel zu machen? Wie fange ich am besten an? Blabla oder keine Ahnung, irgendwelche Themen. Oder halt ein anderes. Wie liebe ich Menschen? Wie klaue ich den Apfel aus dem Garten meines Nachbars? Macht keinen Sinn. Und schreibt es einfach mal in die Kommentare. Yolo Capolo. Und dann kann ich nämlich direkt, wenn ich das lese, mich hinsetzen und ein Video machen und direkt hochladen. Was natürlich richtig crazy ist. Außerdem habe ich einen Hangout geplant. Muss mal schauen, wann ich den mache. Vermutlich jetzt auch die Tage. Weil schnell ins Internet. Dann muss ich natürlich einen Hangout raushauen. Das wird so cool. Ich habe so Bock. Seriously, ich habe so Bock gerade. Ich glaube, ich mache das jetzt sofort. Wahrscheinlich ist das der Hangout sogar noch vor dem Hangout. Obwohl, ich könnte auf meinem Zwei-Kanal einen Hangout machen. Da könnte ich eigentlich echt öfters einen Hangout. Das ist gerade echt eine crazy Idee, oder? Das ist echt eine gute Idee gerade. Wenn ich auf meinem Zwei-Kanal. Auf meinem Hauptkanal ist immer so eine Sache, wenn ich einen Hangout mache, dann spam ich den wahrscheinlich voll. Und ihr wollt ja auch, dass ich den Hangout vermutlich danach auch online lasse. Und auf meinem Hauptkanal müsst ihr dann immer schauen, dass es mit meinen Upload-Zeiten sich nicht irgendwie disparitiert und deswegen werde ich das wahrscheinlich auf meinem Zweitkanal einfach mal so wow, chillen, killen, Kassen killen, Pizza essen und Eistee trinken mit Ray's Tea oder sowas. Wie findet ihr das? Schreibt es auch mal in die Kommentare. Jetzt habt ihr ja genug zu schreiben und ich würde sagen, damit beende ich dann auch das Video. Ich hoffe, ihr habt bis dahin alle geschaut und wir sehen uns dann in der nächsten OMG-Folge, wo ich über Beatbox spreche oder darüber, dass ich jetzt gutes Internet habe, weil ich hab Bock nochmal drüber zu reden. Nee, Spaß. Okay, dann stehe ich jetzt mal auf. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Oh, Hashtag Schleichwerbung. Euer Ray's Tea.